So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ihr dürft raten, Maschinki. Und ja, wir sind auch nur sieben Tage zu spät, denn es geht weiter nach dem 11. Oktober endlich mal. Ha, nein, also wahrscheinlich hatten wir irgendwo zwischendurch schon mal irgendwas gemacht, aber es ist das dritte Zeitalter raus, das heißt, es sollte neue Lokomotiven und sowas geben. Ich weiß nicht, inwiefern andere das schon gezeigt haben oder nicht. Ich sehe es jetzt das erste Mal. So, Industrialisierung, Dampfzeitalter Ebene 2 und Dieselzeitalter. Das können wir so einfach abhandeln. Bis 93 haben wir Zeit, das schaffen wir eh nicht mehr. Jetzt sind wir beispielsweise bei dem Punkt angekommen, dass wir da das Problem haben, dass wir das Ganze nicht mehr schaffen. So, wir gucken jetzt erstmal kurz hier rein, was es gibt. Loks. Was haben wir hier? Ja, gucke mal an. Hier sind ein paar neue dazugekommen. Dann wollen wir doch hier mal gucken, was wir haben. Wir haben genügend Kohle, wir haben genügend Stahl, aber nicht Holz. Holz fehlt uns ein bisschen was und Öl. Oh. Und Öl fehlt uns was. Und hier stehen noch Wagen drin, ne? Und eine Lok. Zurück in den Lokschuppen. Ja, dann schicken wir die mal zurück in den Lokschuppen. Dann müssen wir mal gucken. Und dass wir jetzt hier nach und nach so die Sachen schaffen. Ey, guckt euch das hier mal an. Holz, Stahl und Waren. Achso, hier kann ich auch Öl hinbringen. Aber das Öl wäre ja das Interessante. Das heißt also, wir müssten hier oben ab der Raffinerie anfangen. Oder wir fangen einfach an, was Neues aufzubauen, ne? Das war ja eh immer so unser Wunsch noch. Beispielsweise ein Wunsch war auch, diese Strecke hier zu verlängern. Wenden. So, dann machen wir das jetzt hier einfach. So, das erstmal. So, dann verschieben wir hier einfach mal die Gläser. So, das sollte jetzt hier gehen ohne Probleme. Halten wir das Spiel halt an. Dann bauen wir hier einfach das nochmal. Es ist schon so verdammt lange her, dass ich das letzte Mal Maschinki gespielt habe. Deswegen kann es zu Anlaufschwierigkeiten hier kommen. Falls hier wer fragt, oh, was macht der hier für Bullshit? Ja, überlegt mal, wie lange wir das oder seit wann wir das letzte Mal das Spiel gespielt haben. Und was dazwischen jetzt alles passiert ist, ne? Also hier sind mehr als nur zwei Sachen dazugekommen, die sagen, hey, schau dir das mal an, ne? Also, genau, das sind ja hier dann auf jeden Fall auch so Sachen nach dem Motto, hier, wir hätten gerne und so, ne? So, Waren könnten hier hinten auch hin. Waren hatten wir ja in der Raffinerie beispielsweise. Oh, er ist ganz schön windig, das habe ich auch schon mitgekriegt. So, machen wir mal einen neuen Zweig hier auf. Ah, hier, gucke mal, hier ist sogar eine Raffinerie. Und dann könnte man das ja theoretisch hier drüber befördern. Aber dann haben wir zu viele Strecken, ne? Sag mir, die fahren nicht alle auf derselben Strecke, ne?
Oh Gott, und der blockiert jetzt hier natürlich eigentlich alles, ne? Zurück in den Lokschuppen. Ja, kann man das hier nicht irgendwie überspringen? Hallo? Ja, zwei fehlen ihm noch. Das ist ja sehr lohnenswert. Gut, das heißt also, wir müssen jetzt mal hoffen, dass wir den hier kriegen. Auf die 51 könnten wir den hier noch setzen. Strecke. Der braucht nicht mehr zurück in den Lokschuppen. Genau, dann lädt er hier oben einfach die Kohle mit. Und dann haben wir das. So, wir brauchen ja immer noch Ölpunkte, ne? Öl. Da brauchen wir Öl, dann wird das zur Raffinerie gebracht. Das Problem ist, wo kriegen wir... Ach, da oben. Hier kriegen wir beispielsweise diese Tropfen her. Das heißt, wenn wir hier uns auf diese Linie... aufschließen würden, würde das alles gehen. Wenden. Du müsstest das ja hier sein, ne? Ja, hier müsste das auch eigentlich wieder so sein, dass wir hinten drüber fahren und dann irgendwie da reinkommen. Also wir haben scheinbar hier wieder so ein paar Punkte, die man überarbeiten sollte. Damit wir das Ganze hier kurz fassen können, könnten wir eigentlich hier so eine Strecke machen. Das wäre so das Kürzeste vom Kurzen. Das Problem ist nur... dass wir hier halt so ein riesen Gebiet erstmal machen müssten. Okay, dann hier halt nochmal ein weiter. Und dann gehen wir halt hier hoch. Ah, das geht ja hier Gott sei Dank noch so. Zack. Zack. So, dann... ja, bleibt ja eigentlich nicht viel, außer zu sagen... Rotation, mittlere Maustaste oder M. Wir wohl erstmal hier hinten das Depot dran setzen werden. Dann sagen wir hier... oh, Wagen. Nee, die wollte ich doch gar nicht. So, Loks, dann kaufen wir einmal... ach, die braucht das Öl fast schon. Aha. Nehmen wir jetzt einfach ein paar davon. Strecke. Zack. Vollladen. Station. Leerladen. Starten.
Okay, das heißt, wir kriegen schon mal normales Öl. Ja, ist ja richtig, ne? Wir kriegen ja normales Öl. So, und das müssten wir jetzt hier hinbringen. Daraus kriegen wir sogar Waren. Waren auch Punkte? Ich glaube, ne? Scheinbar. Das heißt also, wir bauen hier dann wieder einen Bahnhof ein. Wenn wir hier erstmal das Gebiet geebnet haben. Stopp. Dann ebnen wir das halt dahin. So. Zack. Easy. Das war ja noch einfach. Mehr oder weniger. Und dann kommt... der halt irgendwie hier zwischen. Hier steht wahrscheinlich das Signal, ne? Ja. Warte mal. Dann ändern wir das hier nochmal. Dann bauen wir das halt einfach so um. Dass wir hier eine halbwegs attraktive Lösung finden. Ja, dann müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Und dann nehmen wir jetzt hier die Ölwagen. Sagen jetzt hier Strecke. Vollladen. Zu Bahnhof Dings und entladen und starten. Das sieht eigentlich voll putzig aus, wenn ihr euch mal überlegt. Wie klein die Lok ist. Oh Gott. Schon wieder? Das ist ja deprimierend. Wo ist denn jetzt unsere Ölraffinerie? Hä? Ach, da. Doch, da. So, also eigentlich wollte ich ja jetzt hier einmal das machen. Weil ich will ja auch ab und an so ein paar Sachen einfach sammeln. Für mich als Lehrunterrichtsstunde sozusagen. Ach, 36 kann der und der kann 28. Oh Lord. Das heißt, der wird da ewig stehen. Verbesserung. Ja. Ja, ich muss ja erstmal wieder auf den Trichter kommen, wie man hier dieses Spiel spielt. Also, alles gut immer bei uns, ne? So, der erste ist da. Ey, wir kriegen hier Waren raus. Das heißt, die Waren, das waren ja... Stimmt, Waren konnten wir in Städte liefern. Wenn ich mich nicht täusche. Oder?
Daraus wurden die allgemein Taler. Stimmt, Waren konnten wir da hinten dann verkaufen. Okay. Oh Gott, das heißt also, man hat hier wirklich einen ganzen langen Weg, die Sachen dahin zu bringen. Geschäft Hildesheim. Ja, aber wird der doch hier drüber angesteuert, oder? Das heißt, ich muss extra nach hier hinten gehen, damit der die Waren dann bekommt, oder was? Geschäft Berlin, das sieht mir jedoch noch nach was aus, wo wir hier vielleicht eine Lösung finden können. Zu dem ganzen Problem. So. Hauptsache erstmal Doppelbahnhof. Zack. Dann machen wir hier nämlich Berlin Ölstation. Sorry, das wollte ich eigentlich nur wegmachen. So, 12 haben wir davon schon. Das heißt also, Berlin könnten wir an ein normales Verkehrsnetz anschließen, sobald wir halt wollen. Aber der Vorteil ist ja eigentlich, dass wir hier sogar die Strecke, die Ölstrecke hier nehmen können. Um die dann hier halt passend auszubauen, ne? Das heißt also, wir machen jetzt hier den. Gehen jetzt hier einmal so schräg lang. Gehen da hinten drauf. Entfernen natürlich freundlicherweise das Signal. Gehen auf das Gleis und denken uns so, boah, Alter, sind wir geil. Weil wir jetzt Berlin anbinden können. Durch einen normalen Bahnhof. So. So, gehen wir da runter, gehen wir da runter. Und dann sagen wir halt hier einmal, ja, ist halt eine Ebene. Da muss man halt hier immer lang. Okay, Spiel und Wegeform. Das war noch nicht so das Beste. So, okay, das heißt, das haben wir auch. Das heißt, wir fahren jetzt, machen jetzt hier gleich mehrere Strecken auf. Die halt okay sind, ne? Sagen jetzt hier Strecke plus Düsseldorf. Nee, hallo Berlin. Start. Sagen jetzt hier hinten noch, ja, ein Signal. Machen dann hier noch eine Warengüter. 47 kann der mitnehmen. Das wird er wahrscheinlich eh nie machen. Aber wir sagen jetzt ab da
Hallo? Hä? Wieso kann ich denn hier bitte keine... Bitte wenden, zurück in den Lokschuppen. Wieso sind die ja schon losgefahren? Deswegen konnten wir keine Stellen hinzufügen, ne? Eins. Stopp. Steht der andere Zug hier noch oder ist der schon weg? Der scheint schon raus zu sein, genau. So, dann machen wir jetzt hier gleich das Gute voran. Wir machen hier einfach gleich die zweite Strecke. Dann kann man sich den Teil hier auch aufreißen und dann das einfach so verbinden. Dann ist das rein, das ist raus und das ist auch raus. Dann bauen wir das halt so ein bisschen um, wie wir das Ganze halt wollen, ne? Dann halt da. Wenn halt alles nichts will, dann macht man es halt neu. So, zack, zu zack. Start. Was ist jetzt hier mit denen? Ach so, weil der steht, läuft hier halt gar nichts, ne? Oh Lord, oh Lord, oh Lord. So, der ist klar. Der hat hier eine Kapazität von knapp 400, von 300 Kohle gehabt. So. Ja, das ist okay. Ist okay. Ist okay. Das ist schon wieder nicht okay. Dein Ernst? Ja, das kann doch niemals dem sein Ernst sein. Dass es hier nur Probleme mit diesem Streckenabschnitt gibt. Dauerhaft nur Probleme, ey. Dann halten wir den einfach mal. Nächstes Signal ignorieren. Alter. Das sollte reichen, ne? Dann hier das erstmal alles hier wieder weg. Und das ist alles, wenn wir das einmal falsch aufbauen, ist das alles für die Katz, was wir hier machen, ne?
Und das soll es ja nicht sein. Wir wollen ja hier doch noch was Vernünftiges bauen, wo wir uns denken, so geil, Alter. Das ist das, was wir uns wünschen. Ja, der sollte gerade so da reinpassen in dieses Gleis. Ich hoffe, dass der jetzt hier auch reinpasst. Wenn ja oder wenn nein, wäre das blöd. Hier hatten wir schon wieder eine Kapazität von 300. Ja, wie das auch nur kommt. So viel, wie wir hier herbringen. Aber hier vermisse ich scheinbar einen Stahlzug. Und ein Holz. Also Holz vermisse ich auch, aber das Holz liegt daran, dass hier unten keins ist. Ja. So, 48 Ölkanister haben wir mittlerweile. Ach so, und der will ja natürlich vollladen. Fehler gefunden. Danke. Da. Strecke, nächste, zack. In Richtung da erstmal, bitte, lieber Zug. So. Oh Gott. Wie macht man hier das Ganze wirklich noch schlimmer? Obwohl, nee, dann würde der direkt da drauf gehen. So. Oh, Mist, ey. Nope. Ja. Alter Schwede, wenn wir hier einmal auf den grünen Zweig kommen, ne? Dann feiere ich mich gerade mega. 200 kriegen wir dann, wenn wir das haben. So. Nee. Das will ich nicht. Ach, hier können wir jetzt auch mal sagen, ja, das machen wir mit dem Holz. 100 Öl brauchen wir da. Das kriegen wir noch. Berlin. Achso, ja, das kommt auch noch. Was ist das hier? Trend, blablabla. The modern trend strategies. Fünf Minuten muss ich in einem Zug traveln. Okay. So, jetzt haben die hier unten alle wieder ein Problem, ne? Weil die hier alle auf einmal geil sind. Meinen die hier nämlich alle mal so. Jo, fahren wir einfach mal zurück. Mehr oder weniger. Ha. Weil hier einer wieder quer steht, ne? Das müssen wir hier auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Komme, was wolle. Das muss hier alles nochmal überarbeitet werden.
Aber das würden wir bis dahin schaffen. Das findest du so eine coole Sache. Sorry, liebe Welt. Ihr seid nicht mehr gefragt. Steigung zu steil. So. Sagen wir da halt ein Signal, da auch. Und dann sollte das Ganze in Zukunft hier anders funktionieren, ne? So, wenden, nächstes Signal ignorieren. Nächstes Signal ignorieren. Hä? So, nächstes Signal ignorieren. Das danach ist eh frei. So, wenden, nächstes Signal auch ignorieren. Dann probieren wir halt jetzt mal hier so nach und nach die Wege frei zu kriegen. Es wird schon wieder Winter. Was hat der jetzt hier? So. Bitte lass das jetzt hier irgendwie funktionieren. Ey, Spiel da. Da steht der Nächste. Okay, also falls wir eine zweite Season mal machen, wird das Ganze hier schon mal wieder anders enden. Kann man hier nicht irgendwie auch eine Priorisierung einstellen an den Signalen? Wer hat wann Vorfahrt, wer nicht? Jo, genau, das heißt jetzt alle Züge, die da oben reinkommen, sollten dann auch darüber fahren. Hä? Achso, der fährt nicht, weil der keine Kohle hat. Okay. Dann sagen wir natürlich wie immer nichts. Kein Eisen, keine Kohle, kein Eisen. Ja, hier ist jetzt mal okay. So. Junge! Wenden.
Also manchmal denke ich mir auch, die Züge sind dumm. Aber das liegt dann wieder nur an der Bahnhofskopf, also an dem Bahnhofskopf, den wir bauen. Und das ist ja dann die Fehlkonstruktion. Ja. Kommt dir der nächste und sagt, ja, ich hätte gerne, aber der kann gar nicht, weil der keine wie heißt es denn, kein Erz hat. So, das heißt also, wir kaufen jetzt mal eine neue Lok. Achso, eine neue Belohnung. Yay, cool. Das können wir wieder schließen. So, Dieselfortschritt. Minus 100 Öl müssen wir dafür noch machen. Dann können wir ins Dieselalter. Jawohl. Den Rest haben wir ja eigentlich schon bezahlt, ne? Ey, 50 Kohle, das brauchen wir auch gar nicht. Verschieben. So, nee, verschieben wir nicht. Handelsware haben wir. Verbinde zwei Städte. Nein, danke. Ach Gott, dein Ernst, liebes Spiel. Dass das Spiel manchmal so dumm sein muss. Kaufen wir nochmal die, dann sagen wir hier Erzwagen. 3, 4. Machen wir das halt jetzt so. So, zack. Vorladen plus, zack, entladen, Start. Dann haben wir jetzt doch nochmal ein bisschen mehr. Ach, der muss nicht vorladen. So und der nicht. So, weiter. Genau, dann fährt er jetzt auch da rein. Der fährt auch da lang. Also derzeit sieht das sogar noch ganz gut aus. Dein Ernst? Okay, da kommen wir dann schon wieder in diese Problemzone. Ah. So haben wir hier eigentlich zwei Wege. Ah ne, die gehen ja gar nicht auf. Die trennen sich ja einfach nur. Okay, dann können wir sogar den aufteilen. Jetzt blockiert er hier seinen eigenen Fahrweg. Ich glaub's nicht. Wenn man hier einmal ein Streckenchaos hat, dann ist das sowas. Jo, Streckenbau. Oh yay, 50. Wir haben echt 200 Streckenteile gebaut. Das war irgendwie für mich noch nicht nachvollziehbar, aber scheinbar haben wir das so. Genau, der wartet da unten auch schon zu lange. Wenden ignorieren. Minus das, minus das. Bitte, ey. Ich wäre einmal froh, wenn wir hier irgendwas funktionierend hätten. Haben. So. Dass hier so viel Holz liegt. Ist eigentlich ungewollt. Weil scheinbar die Dings das nicht schnell genug können. Ja, wir haben eigentlich schon alles. Bis auf die Dampfsäge. Aber dafür brauchen wir Kohle. Das wäre auch nicht so das Schlimme. Jetzt das noch da dran zu kloppen. So. Ja,
Derzeit fährt ja nur ein Zug hier lang, ne? Und der fährt zu dem Bahnhof. Gut, den schieben wir mal in den Lokschuppen. Dann hängen wir da einfach mal ein paar Wagen dran. Das heißt, den merken wir uns. Wie ging denn das hier mit der... Nein. Zurück. Was war das hier? Dann fahren wir halt eine Runde so mit. Das ist ja ganz angenehm. Sehen wir mal wieder was. Ah. Okay, er rechnet auch die Zeit mit. Ja, auch wenn ich so stehen bleibe, ist das ja super angenehm. Das ist zwar nicht das, was ihr wollt. Auch das, was wahrscheinlich ich nicht will, aber... Oder nur ungern wollen. Aber so ist das Ganze dann halt. Für einen Reward macht man halt irgendwie doch alles mit, ne? Und in dem Sinne würde ich dann einfach mal sagen... Halten wir mal kurz an, das Dampflokgeräusch ist doch ein bisschen nervig auf Dauer. Was ist dann auch wieder für diese Folge? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann einfach in einer der nächsten Folgen von Maschinski. Bis dahin auf jeden Fall einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao.